Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Deutschland vor. Noch ein Tor. Sag mal, haben die dir die Nadel beim Impfen zu weit reingeschoben, oder was? Helga, Fußball-Europameisterschaft geht doch jetzt los. Ach Gott. Was? Ja, meine Güte. Was hast du denn? Ist doch eine schöne Sache. Wie viele Bundesligaspiele hast du im letzten Jahr geguckt? Keins. So. Und nun ist EM und alle drehen sie durch, oder was? Es geht doch um die Stimmung. Alle sind gut drauf, alle freuen sich. Na, ob wir so viel zum Freuen haben dieses Jahr, bin ich mir nicht so sicher, du. Du verstehst gar nichts von Fußball. Ich verkauf Bratwurst auf dem Sportplatz von Sisebi, mach mir mal nicht so. Wir haben 7-1 gegen Lettland gewonnen. Ja, Wahnsinn. 7-1, Helga. Morgane, das war Lettland. Da gibt's Fußball erst seit 2010. Ist doch gar nicht wahr. Das ist so, als ob Roland Kaiser gegen Andreas Gabayé singen muss. Und wer ist da jetzt Deutschland? Jürgen Löw hat einen Fehler gemacht. Er hat Müller und Hummels doch wiedergeholt. Nee, einen taktischen Fehler hat er gemacht. Sag mal. So, gegen Lettland zum Beispiel. Ja. Da musst du auch mal über die Mitte kommen. Da musst du auch mal bisschen Druck über die Außen machen. Das Da musst du auch mal im 16er. Ja? Auch mal schießen. Helga, ich glaube Dieter Großbach. Ich weiß, ist traurig. Der hätte das übernehmen sollen. Dabei sein ist alles, finde ich. Nee. Doch. Nee, das muss mindestens Finale. Helga. Alles ohne da drunter ist eine Enttäuschung. Wir können froh sein, wenn wir die Gruppenphase überstehen. Gegen wen spielen wir denn als Erstes? Frankreich. Frankreich? Ja. Morgane. Was? Das wird doch wohl zu machen sein. Die Franzosen sind gut. Die können doch nix. Adieu le bleu, würde ich mal sagen. Die Franzosen sind 2018 Weltmeister geworden. 2018? Das ist 17 Jahre her, Morgane. Aber wenn wir die Franzosen nicht wegputzen, ist die EM gelaufen. Mir ist das egal, wenn wir in der Vorrunde rausfliegen. Wieso? Dann gucke ich mir halt die schmucken Männer an. Weißt du, wen ich so ganz schnuggelig finde? Lothar Matthäus? Den kenn ich. Das ist ein Süßer. Das ist doch ein schnuggeliger Schnuggel. Ist so. Oder der eine. Ballack? Matthias Hummels. Matthias Hummels, ganz ein Schnuggeliger. Rein optisch müssen wir uns vor der Welt nicht verstecken, doch. Wenn das losgeht Dienstag mit dem ersten Spiel, dann krieg ich wieder Puls. Bist du da so im Fußball drin, Morgane? Ich krieg Durchfall. Ja. So nervös bin ich vor den Spielen. Ist doch nur ein Spiel, Morgane. Mein Hund auch. Was? Mein Hund Fergel, der merkt das sofort, wenn ich nervös und angespannt bin. Oh Gott. Lass mich raten, was der wieder macht. Der kackt mir auf den Tisch. Wahnsinn. Das ist so ein feinfühliges Tier. Kackt er dir auf den Tisch? Immer. Bei jeder WM und EM und Silvester. Ihr seid echte Fußballfans. Aber ist mir egal. Ich freue mich auf einen Monat Spannung, Spaß und Nervenkitzel. Bei der Mannschaft wird das wohl eher Langeweile, Bluthochdruck und Aggression. Du bist ein Miesepeter. Was? Miesepeter bist du. Ach. Miesepeter. Ich bin Realist. Eine Schlechtrednerin bist du. Morgane. Nun komm mir mal nicht so. Wenn es eine Schlechtredner-Weltmeisterschaft geben würde, wird Deutschland jedes Jahr den ersten Platz machen. Die Nachbarn gucken schon. Nun komm mal wieder, oder? Ich werde dir jetzt mal was sagen. Morgane, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Hackspäckchen, Spinatpfanne. Kann ich nicht. Das mit dem Hast Spinat, du da Probleme das die Mischung in der Kombination mit dem Spinatpfanne, gerade wenn er noch nicht chemische Reaktion durchgegart ist, so krieg ich Heuschnupfen von. Jo, dann gute Besserung. Dir auch. Mock dat. Mock dat.